Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Tja, wir sollen jetzt zum Lorenz-Sichtzech-Turm. Wir haben ja das letzte Mal hier den Flammenwerfer gekriegt. Wir haben auch mal den Marshall ein bisschen angekokelt. Das ist ganz normal. Mit Marlo hatten wir gesprochen, aber ich glaube, ich habe hier was genau übersehen. Ach, Inventar voll. Ach, scheiße, dann würde ich doch gleich mal sagen. Wir gucken, dass wir das Ethanol irgendwie verarbeitet kriegen. Keine Ahnung für was. Für noch einen Molotow-Cocktail? Ja, weil ich will ja mein Inventar immer bestmöglich ausnutzen und nichts verkommen lassen, nichts liegen lassen. Verbrauchen wir auch gleich mal einen Sensor. Subkutane Impfpistole haben wir auch ziemlich viele. Okay, wir haben auf jeden Fall mal angefangen zu basteln. Was? Das ist noch nicht gebraucht? Ja, da habe ich doch hier. Ja, also, geht doch! Geht doch! So, irgendwas habe ich wohl eben falsch gemacht. Wir pfuschen hier doch nicht rum. Gut, subkutane Impfpistole, ja, wenn wir da zu viele haben, dann könnten wir auch mal anfangen, ein Medikit wieder zu basteln. Bindemittel und Komponente B haben wir nicht so viel, deswegen lasse ich das jetzt mal so. Ja, quatscht ihr nur. Ich glaube aber, da wir ja jetzt schon wieder neuen Ethanol haben, ne, genau, können wir hier gleich den nächsten verarbeiten. So. Okay, wir sollen in den Lorenz-Sistek-Turm gehen. Jetzt weiß ich nicht, was wir da genau machen sollen. Das muss ich jetzt gerade nochmal nachschlagen. Ist schon ein bisschen, hä? Sperren Sie die Kreatur ein. Irgendwie habe ich schon wieder kein gutes Gefühl für die Sache. Na, wir sollen es natürlich machen. Okay, wir haben den Alkohol gesammelt. Das rechtfertigt eine Speicherung. So. Okay, immerhin. Was? Ich weiß, da drin, da lagen auch noch Batterien, aber ob ich die jetzt wechseln soll, auf Teufel komm raus? Naja. Okay. Auf jeden Fall, wir haben den Flammenwerfer. Wir können uns ein bisschen wehren. Können wir hier auch sehen. Ja, 500 Milliliter oder was auch immer. Batterien, 6 von 6. Okay, das wird bestimmt wieder spaßig. Bist du nicht Ricardo? Komm doch mit. Halt uns den Rücken frei. Ach, alles Waschlappen hier. Ja, Waschlappen. Hast richtig verstanden. Für unten rum. Zwischen den Beinen, wo der ganze Krint hängt. Glaubst du, wir sind hier sicher? Ach, ihr seid nirgends sicher. Naja, aber ich bin ja auch in der Nähe. Wenn man im Stehen STRG drückt, kann man auch so, also, sich so von überbeugen. Was auch immer es bringt, das haben wir übersehen beim Weg rein. Wie immer leer. Hätte mich ja auch gewundert. Sind Sie auf dem Weg? Ja. Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Echt? Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Okay. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. So, na, also. Da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Da hat's der Waits eben gesagt, Samuels ist ein Synthet. Das habe ich irgendwie schon die ganze Zeit vermutet. Weil, ich benötige nicht so viel Schlaf wie sie und so. Ihr erinnert euch ganz am Anfang. Ja, da gehen bei mir die Alarmglocken los. Also, ich weiß nicht, ob Amanda Ripleys Alarmglocken sehr groß sind. Keine Ahnung. Habe ich nicht so genau hingeguckt. Okay, das übliche Gekrakel. Ja, dann geht's hier oben wohl nicht weiter, dann sollten wir da runtergehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich hier so rumrenne. Mhm. Ah, stabile 120 FPS. Sehr schön. Ne. Das sieht hier aber auch ziemlich zu aus, oder gehen die Tore auf? Hier, wie immer, ich würde sagen, ein Nichts. 3, 2, 1. Da, nichts. Tolle Scheiße. Ich soll wohl wieder hochgehen, also hier funktioniert wohl wirklich nichts. Die ganzen Garagentore sind zu, jetzt wollte ich doch hier mit meiner Kampfvespa durch die Gänge pacen. Naja. Okay, also war dieser Bereich im Moment jetzt irgendwie total optional. Vielleicht müssen wir später nochmal hier hin. Das ärgert mich immer noch so, dass wir jetzt dieses verbesserte Tool und die Lötlampe haben. Aber wir kommen trotzdem durch die meisten Türen nicht durch, ne? Guck mal, da wäre ein Bauplan. Ich will da rein. Und da ist auch noch ein Fach, in dem aber wahrscheinlich nichts drin ist. Das sind wir ja gewohnt.
Ja, dann müssen wir jetzt hier nicht hier durch. Ja? Was ist denn hier? Ach so, ja, das war ja, dass das nicht aufgeht. Ich erinnere mich ganz, ganz vage. Ja, Gerät unzureichend. Okay, ah, dann müssen wir jetzt bestimmt wieder einen Zug nehmen. Ich hoffe, das sind keine neuen Plünderer. Und die, die wir das letzte Mal so mühsam ausgeschaltet haben, sind immer noch ausgeschaltet. Ach, wenn wir schon mal hier sind, komm. Jedes Mal speichern. Nix auf die leichte Schulter nehmen. Jede Möglichkeit nutzen. So. Mhm. Sollen wir dieses hier nehmen? Lorenz Systex Bayer, ja? Das wird wohl der Turm sein. Ich glaube, hier haben wir auch alles soweit gut abgesucht. Dann macht's auch keinen Sinn mehr, hier länger rumzuhocken. Wird jetzt die Musik wieder dramatisch und piepst, das ist wieder viel zu arg. Das wäre so typisch. Aber da passiert doch nie was. Es ist noch nicht mal beim ersten Mal. Ist noch nicht mal das Alien hinter uns hergekommen. Das Alien hat sich übrigens schon lange nicht mehr zeigen lassen. Ne? Bin ich mal gespannt, ob wir es heute wiedersehen werden. Die Frage ist, wollen wir das? Freuen wir uns darauf? Naja, die Musik ist nicht wirklich dramatisch geworden. Bewegungsmelder sagt nichts. Ja, das macht natürlich Krach, wie immer. Hm, tja. Ah, wenn man den draußen hat und Rechtsklick macht, dann sieht man in die Ferne besser. Das kann man so ein bisschen umschalten. Gut, gut, gut. Jetzt wissen wir es. Der einzige Abfall, den ich hinterlasse, ist die Apollo-KI. Ja! Bin ich froh, wenn wir das Ding vielleicht mal irgendwann ausschalten können. Macht ja nur Probleme mit diesen ganzen Androiden und so. Weil so einen einzigen richtig hilfreichen Androiden haben wir nirgends gesehen. Also wirklich keinen einzigen. Entweder sie stehen nur dumm im Weg rum oder sie machen einem richtig Probleme, wie zum Beispiel Genickbruch. So, dann lass mal loslegen. Ich bin heiß drauf. Vielleicht müssen wir wieder durch die Hölle gehen und zurück, aber frohen Mutes in den Untergang, ne? Ihr kennt das ja. Ganz, ganz toll. Ah, Fahrstuhlmusik. Ist auch in so Transportkarren scheiße. Alte Stelle für Sixon Communication Technologies, technischer Support. Ich bin im Systech-Core. Sie auch. In ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Alien. Oh, 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 oh. Oh oh, oh oh, oh. Oh. Ich speichere mal, Gefahr ist nicht nah, meint es zumindest. Aber da bewegt sich eindeutig was. Wir haben das Rumpeln gehört und das Gerät schlägt aus. Waren wir hier schon mal? Also. Eindeutig, das Viech ist wieder bei uns sozusagen. Wir müssen nach da hinten, aber dann gehe ich erstmal da lang. Vielleicht gibt es da was Neues. Keine Ahnung, waren wir hier zuletzt? Waren wir hier noch nicht? Ich habe keine Ahnung. Instabiles System machen wir aus. Ein Lautsprechersystem brauche ich auch nicht. Damit könnte man vielleicht irgendwas weglocken, aber bläh. Ja, es rumpelt wieder so schön vertraut. Engineering Decks ist offen, aber ist kein Zug da, okay? Okay. Ja, mach du ruhig. Oh oh. Das wäre jetzt vielleicht gerade wieder fast sehr dumm gewesen von mir. Überall diese Luken. Hm. Oh ja, sehr in der Nähe. Aber solange wir ruhig bleiben, dürfte es ja nicht da rauskommen. Ah, da ist wieder so ein Teil von der Nostromo. Da können wir sogar durch, da können wir sogar durch. Ah, ja. Oh oh. Ach, fuck. Zum Glück geht kein Alarm los, ne? Aber, boah. So. Ganz ruhig bleiben, Amanda. Ist da Amanda? Nee, da ist kein Amanda. Wer hätte es gedacht? Alles leer, wie immer. Schrank ist Todesfalle, da will ich nie wieder reingehen. Tja. Erstbericht des wissenschaftlichen Offiziers. Ash. Entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000 Hauptcomputer des Chefs. Ash war doch der Android, ne? Und der leitende Offizier scheinen von meinem Äußeren irritiert, aber das war zu erwarten. Okay. Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu hoffen. Ash, Ende. Eine produktive Reise, ja, ja. Ash war so quasi so die erste Variante eines sehr menschlichen Androiden.
wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der Fahrstuhl, der sieht deaktiviert aus, aber da liegt Schrott oder... Ja, es ist Schrott, sehr gut. Mangelware, wie viel haben wir davon? Müssen wir doch auch irgendwo sehen können, oder nicht? Schrott, 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 ich sehe es nicht, aber da oben unser Timer läuft wieder. Ah, macht das Viech Geräusche, ne? Hier sehen wir, 90 Schrott, okay. Gut zu wissen. Ich hoffe, die Kreatur kommt da nicht so schnell raus. Aber wer weiß, vielleicht lauern da hinten Androiden oder Plünderer. Und dann könnte es uns am Ende wieder eine kleine Hilfe sein. Aha. Der hat diese Türblockierung abmontiert, aber ist dann aus irgendeinem Grund gestorben. Oder bist du eine, die... Ich weiß nicht, du wirkst leicht androgyn. Nee, ich glaube, das ist ein Mann. Gewesen, natürlich gewesen. Ein Ex-Mann sozusagen. So, hier ist wahrscheinlich auch nur das Lautsprechersystem und das instabile System, oder? Ja, komm, mach mal auch aus. Brauchen wir nicht. Ja, das Viech, das krabbelt die ganze Zeit hier rum. Eben hat es so gebatscht. Ich hoffe, das war nicht so laut. Ich weiß auch nicht, was es war, ob ich das war. Ja, Deckenluken, immer schön drauf achten. Hier ist auch wieder ein Kamerad. Gefahr ist aber angeblich nicht nahe. Aber ich würde so wetten, wir kacken Eimer zu laut. Also, Amanda lässt Eimer vor Schrecken Furz fahren und schon steht's vor uns und macht, feine Duftnote, meine Dame. Ah, da oben geht's gerade so weiter. Gut, da müssen wir hin. Okay, ganz vorsichtig. Ich klebe wie so oft mal wieder am Boden. Weil wenn es hier so rumrumpelt, will ich da... Ja. Ja, alles klar. Alles klar. Ihr habt ja auch den Staub rieseln sehen, oder was das war, ne? Ja, also immer vorsichtig sein. Laufen können wir, glaube ich, aber rennen nicht. Haben wir nicht den Plasmaschneider? Haben wir das nicht zuletzt gekriegt, oder... Ne, das war die Lötlampe. Hier... Zugangscode benötigt. Boah. Warum ist die Pistole ausgewählt? Ich will den Flammenwerfer haben. So, genau. Weil da haben wir mehr Munition wie in der Pistole. Ach, ich erinnere mich. Ja, hier waren wir doch. Natürlich. Jetzt können wir da rein. War das hier? Aha! Aha! Sprengfalle. Na toll! Na toll! Was meint ihr, wie ich eben geguckt hab, ne? Das gibt's doch nicht, ne? Voll in Gedanken und dann auch gehen wir doch mal da rein. Babum! Aber ich weiß wieder, wo wir sind. Da waren wir schon mal. Da haben wir den Zugangscode-Generator überhaupt das erste Mal gekriegt. Ja, ich bin jetzt direkt runter durchgelaufen. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Ja, was ist da hochgegangen? Können wir das sehen? Können wir das ausschalten? Ey, komm, das ist doch fies. Woher sollst du wissen, dass da irgendwie eine Falle ist, ne? Das ist doch wirklich nur Trial and Error. Da ist doch gar nichts zu sehen. Können wir jetzt hier hinten vielleicht rein? Ne, da ist immer noch zu. Ich meine, wir wissen ja, Waits hat Sprengfallen verteilt und so, aber... Das Alien ist mal wieder in die Nähe gekommen. Ich höre es immer, wenn es Piep macht. Ja, ich würde da gerne rein, aber das macht ja dann einfach Bumm. Wir haben es ja gesehen. Um weit und breit kein Hinweis darauf, dass da was Bumm machen könnte oder wie, ne? Die Geräusche passen mir gerade gar nicht. Da wird doch nichts drin sein. Nee, Glück gehabt. Oh, hätte ich mich jetzt verjagt, wenn wir da was angeleuchtet hätten. So, wir wissen da... Och nee, neue Plünderer oder was? Ja, holen wir das Alien oder nicht? Ja, ich glaube, wenn ich den einfach mal anhau... Wie viel sind das? Ist der alleine? Ah nee, da sind zwei. Das verkompliziert die Sache. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier an die Wand hau, kommt's Alien hinter uns?
Ja, wahrscheinlich kommt's hier raus. Fuck. Fuck, ich versuch mal was. Aber das ist sehr riskant. Ich hock mich hier rein und mach ein bisschen Krach. Wartungshebe? Ach nee, wir können hier nicht schlagen, während wir im Lüftungsschacht sind. Wie mache ich das jetzt? Am besten wäre es, die schießen einmal auf mich, aber es ist ja auch doof. Nee, kommt's ja auch hier raus. Ich glaube, das könnte jetzt gleich zu Anfang dieser Aufnahmesitzung wieder richtig knifflig werden. Ich meine, ich könnte hier Krach machen, vielleicht rennt's geradewegs auf die Idioten zu. Wo ist der zweite hin? Das gefällt mir nicht. Bin froh, dass ich euch gefunden hab. Ach, da. Der hat uns nicht gesehen. Okay. Aber es ist sauriskant. Ich glaube, ich muss dann gleich rennen. Die Kreatur ist in der Nähe. Oh oh. Ihr habt's gehört. Ja, ich höre das Geräusch. Hä? Was war... Das waren Zivilisten, was? Auf einmal! Haben wir keine Feinde mehr vor uns, oder wie? Ja, kann ich dann da einfach durch die durchlaufen, oder wie soll das aussehen? Na, das Spiel trollt einen, okay. Sonst hassen einen doch alle. Aha. Hey, also, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt vor allem auf diesem Schwierigkeitsgrad auf freundliche Gesichter treffe. Also, die würden uns in Ruhe lassen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Dann müsste ich ja direkt auf die zugehen können und alles in Butter und so, ne? Solange die Kreatur nicht kommt. Hallo, Leute. Die Kreatur ist in der Nähe. Ah, drei Revolvermunition. Sehr gut. Ach, wir konnten sie sogar warnen und die hören auf uns. Hey, das finde ich gut. Und 11 Revolverkugeln, das ist mal gut. Ich weiß, wir brauchen 6 Stück für so einen scheiß Androiden, aber naja. Naja. Das hat man ja schon mal, ne? Ja. Ich soll da rüber. Auf samten Katzenpfötchen? Ja, niemand fährt heim ohne die Muschi. Also, nee, da kommen wir nicht durch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt, sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Ja, ja. Niemand darf wissen, wo du hingehst. War der schon vorher da? Ja, wir müssen jetzt bestimmt wieder die Treppe hoch, genau. Was hätten wir denn hier? Staff Access Only, das kriegen wir nicht auf, ne? Nee. Schade, ich weiß, oben in diesem Restaurant oder was das war, in diesem Sitzabteil, da gab es noch eine Tür, die haben wir vorher nicht aufgekriegt. Vielleicht jetzt, wer hustet hier? Seid ihr auch Zivilisten? Ich hoff's doch. Ich würde jetzt fast schon wieder gern hier speichern. Du bist hier. Sie müssen hier verschwinden. Wo sollen wir denn jetzt noch hin? Das Einkaufszentrum beim Marshall-Büro ist der sicherste Ort. Okay, okay, danke. Ah, die war auf jeden Fall mal eine Medizinerin, weil da stand ein Medic vorne drauf. Also Ärztin, Krankenschwester, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Ah, vielleicht kann die Taylor helfen, wenn sie da zurückkommt. Immer noch Gerät unzureichend, wie schön. Wir wissen ja, wir können hier an der Luftreinigung ein bisschen rumspielen. Aber solange die Kreatur nicht hier unten ist, bringt uns das, glaube ich, auch nicht viel. Darauf wird sie ja nicht reagieren, ne? Was liegt da? Ist das Schrott? Das ist Schrott! Ja, wir haben Schrott gefunden! Ich darf nicht so laut schreien, am Ende hört's das wieder, ne? Und ich weiß, da hinten war ein kleiner Lagerraum, in dem wir nicht weiter konnten. Den würde ich mir jetzt auch gerne nochmal angucken. Vielleicht ist ja was Neues erschienen, aber wahrscheinlich sind da nur Behälter, die wir jetzt wieder öffnen können, in denen trotzdem nichts drin ist. Bei unserem Glück und dieser Schwierigkeitsstufe, ich wiederhole mich, wird das so sein. So. Ach. Ich dachte eben schon, das geht gar nicht mehr auf. Ja, wenn wir hier den Plasmaschneider oder was das ist, ja, wenn wir das hätten, die Verbesserung dafür, dann könnten wir da rein. Ist das ein Secret oder müssen wir nachher hier hin? Boah, das Alien ist quasi direkt hinter uns, laut der Anzeige. Ach, du Scheiße. Aber es muss ja Spaß machen, ne? Was? Was? Was, was? Amanda, hattest du Angst vor dem Rumpeln? Aber sei doch ruhig, du lenkst deine Aufmerksamkeit auf uns. Außerdem wieder Flammenwerfer, dankeschön.
Also ich glaube, hier oben dürften wir dann auch nichts mehr finden. Außer vielleicht den sicheren Tod. Der Weg ist in ungefähr richtig, ne? Ich schalte trotzdem die Luftreinigung ein, auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht wirklich gebrauchen können. Vor allem, was für ein Döspaddel hat hier diese instabilen Systeme wieder eingeschaltet? Der ist doch dumm für 5 Ochsen. Also, ne. Nicht, dass ich sagen will, dass Ochsen generell dumm sind, aber das muss schon ein ziemliches Rindvieh gewesen sein. Boah, und hier sind so viele Schächte, wo das Alien runterkommen könnte, ne? Also, Wait, alle paar Meter. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Ja, ja. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Also irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert. Aber wer bin ich denn schon, dass meine Meinung was zählen würde? Da ist die fürchterliche Kreatur. Kennt ihr noch den Doktor von Gänseklein oder wie er hieß bei Graf Dacula? Hat er auch immer so ein bisschen gesächselt. So, ja, also diesen Weg sind wir wirklich schon mal gegangen. Diesmal werden wir ihn wohl weitergehen müssen und dann wahrscheinlich wieder mit heiler Haut rauskommen müssen. Ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ah, der gute alte Weltraumschrott, wenigstens der ist uns treu geblieben. Mainframe Systems, ja, da müssen wir jetzt wieder ganz runter, glaube ich, ne? Steht da unten noch das Kaugummi oder was auch immer das ist? Ja, es steht noch da. Oh weia, das kann was werden. Und wenn wir den Flammenwerfer gekriegt haben, dann werden wir ihn bestimmt auch benutzen müssen. Das könnte kritisch werden. Sehr kritisch. Hier auch Weltraumschrott? Ja, danke schön. Wird das über die Treppe getriggert oder kommt das einfach immer wieder nur hier vorbei? Ja, wieder da rein, wo wir schon mal waren, bloß anders wahrscheinlich. Ja, begeben sich zum Server-Hub. Rumpel, rumpel, rumpel die Schlumpel. Ja. Keine neue Beute, schön wäre es gewesen. Aber damit werden wir ja eh nicht gerade verwöhnt. Aber immerhin, 11 Schuss Munition. Ja. Ich gehe erstmal da hinten speichern, weil da war ja ein Speicherterminal. Ich höre es ja auch noch. Und dann würde ich mir fast gerne hier nochmal die Gegend angucken, ob es da was Neues gibt. Ich rechne aber wirklich nicht damit. Könnte sein, dass das vertane Zeit ist. Naja, wir sind ein Schrittchen weiter, ohne große Konfrontation. Auch nicht mit Zivilisten, hätte ich das gewusst, dass das Zivilisten sind, ne? Aber gleich mal, also, wir haben ja gelernt, lieber als erstes zuschlagen, als dann dumm dazustehen. So, hatten wir das schon mal gelesen? Ich würde ja sagen, ja, ne? Aber, ich habe Nachricht von Allison der Siegsen, kann der Händler... Hey, nee, das kenne ich nicht. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in der Siegsen-Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird die sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzuflicken. Ja, dann hat hier vorher wohl der Strom gefehlt, ne? Keinen Nachrichtenempfang. Ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Ausrüstung scheinbar funktionsfähig. Siegsen, kommst Bescheid gegeben. Prüfen, ob eventuell etwas durch Apollos Netz gegangen ist. Ich glaube, der Apollo, der fischt sich da eher was raus. Ein Vorposten des Fortschritts, eine ungewisse Zukunft. Siegsen versucht, seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgegeben. Das haben wir bereits bemerkt. Ein weiteres Zeichen für die Ausgabenkürzungen im ganzen Sektor. An manchen Tagen hat man das Gefühl, als würde allein der Firmenstolz die Station im Orbit um KG-348 halten. Wenn man heute auf der Station lebt, wird einem schnell klar, dass Siegsen mit den eigenen Investitionen und denen der Banken wie Geofund Investor wild spekuliert hat. Für den undurchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung des Weltraums, die Anmaßung und Überexpansion mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen. Valent Yutani übersteht diese Umwälzung dank seiner enormen finanziellen und technologischen Stärke, seine Gegner fallen dagegen zurück. Doch selbst die Firma hört Sturmglocken beim Anklick dieser verfallenden Orbitalaußenposten.
Vayus anhaltende Investitionen in Terraforming-Technologien erscheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug, während in weiter Ferne immer mehr Lichter ausgehen. Okay. Türkontrolle? Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Ah, okay. Speicher, Wartungszugang und die Gefahr ist nah. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Naja, ist mir Jacke, dass die Gefahr nah ist. Solange sie nicht hier unten rumläuft. Die darf da oben so furios rumrumpeln, wie sie will. Da sage ich nichts dagegen. So, hier waren wir ja auch schon mal drin, aber hier soll ich nicht lang, ne? Ich soll ja wahrscheinlich da hinten hin. So, hier waren wir schon mal. Hier haben wir die Kreatur doch auch das erste Mal gesehen, oder nicht? Ich will jetzt gerade noch mal gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben beim ersten Mal, als wir hier durchgekommen sind. Schrott, Ausweiskarten, keine Ahnung was. Oder am Ende irgendeinem Bauplan. Du bist freundlich, du hast keine Waffe in der Hand, denke ich doch mal. Dann gehen wir gleich mal zu ihr hin. Sagen ihr, die Kreatur ist nah. Ja, stimmt, wir sollen hier nicht lang, aber wie gesagt, ich will zur Sicherheit hier nochmal durchgehen. Ich will nichts zurücklassen. Du bist doch freundlich, ne? Die Kreatur ist nah, verpiss dich mal. Rennen Sie nicht. Gehen Sie zum Marshallbüro. Okay, danke. Boah, wir... Das Transitbüro ist 0482, falls Sie Vorräte brauchen. Ah, danke schön! 0482, bloß das Transitbüro, war das da ganz hinten? Sieht sicher aus. Nee, nee, Alte, hörst es nicht. Na, hier waren wir auch schon mal, ne? Glaube ich. Hier spricht Chief Porter von Tech Support. Waits, da ist nichts auf dem Flugzeug. Ja, und die Nachricht, die kommt mir auch so irgendwie bekannt vor. Und können nichts vorweisen. Nichts außer dem Wayland-Yutani-Logo und einer leeren Auslesung. Stimmt, und hier haben wir das Upgrade für unser Werkzeug gekriegt. Prozessor beauftragt, ihn zu formatieren oder die Daten waren beschädigt, bevor sie hier ankamen. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum das eine Priorität war? Ich frage mich jetzt gerade, wenn wir die Teile hier nochmal bewegen, lohnt sich das irgendwie für uns und ist das laut genug, um das Alien aufzuschrecken oder eben nicht? Auf gut Glück, probieren wir mal. Ach, das ist ja so ziemlich geräuschlos, ne? Dann schraubt ihr euch mal bitte schön zur Seite weg. Ja, ich glaube, es hat nicht reagiert. Okay. Ja, jetzt würde ich gern diese Tür finden, wo wir den Code brauchen. Jetzt weiß ich aber nicht genau, welche das ist. Was hat die gesagt? 0482 oder sowas? Boah, scheiße, ich hätte es mir merken sollen. Weil das steht bestimmt nicht irgendwo niedergeschrieben. Okay, also hier wirklich nichts Neues. Außer ich hätte grob fahrlässig irgendwas übersehen. Aber das hoffe ich doch nicht. Okay, nochmal speichern. Ja, ich weiß, dass die Gefahr nahe ist. Die lässt uns nicht in Frieden. So, liebe Leute, ich werde dann nochmal schnell einen kurzen Schnitt machen, nachgucken, wie der Code war. Nicht, dass ich da was verpasse. Bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Also, ich habe mir den Code jetzt aufgeschrieben. 0482. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo das Komponentenlager ist, ob wir da schon vorbeigelaufen sind oder nicht. Scheiße, was macht der Android jetzt hier? Ich hoffe, der ist freundlich. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja. Oh nee, sag mir nicht, dass ich auf die jetzt aufpassen muss wieder hier. Das wäre ja scheiße. Ich weiß, wenn ich ihn angreife, bin ich eh geliefert. Denn die Viecher können wir ja nicht einfach so weghauen. Ja, bleibt er jetzt da stehen oder bewegt er sich auch irgendwann nochmal? Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Ach, erfahr doch mehr über die Vulva deiner Mutter, die du nicht... Er spinnt wieder rum. Also die müssen manchmal so einen Gehirnschluck aufhaben, ne? Okay, also er bleibt wohl da stehen. Müssen wir da rein? Okay, aber ich will erst da hinten gucken. Da waren wir ja nämlich auch schon mal. Und ich glaube, in dem Lüftungsschacht, da lag noch eine Leuchtfackel rum. Aber da wir die, glaube ich, nicht oft benutzt haben. Nee, ach, da ist eh alles leer. Brauchen wir da keine mehr. Also, ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Es ist jetzt vielleicht auch blöd, in den Lüftungsschacht zu gehen, während es hier rumrumpelt. Aber naja. Vielleicht ist das Alien da auch blöd, dann habe ich kein Problem damit. Gut, diese Tür ist verschlossen.
ich hab's gesehen. Boah, Leute. Boah, Leute, ich hoffe, das verschwindet wieder in den Schacht. Waren wir jetzt zu laut oder was war das jetzt? Warum war das hier? Und vor allem, wo geht es hin? Ah, es stapft hier rum. Aber du kommst doch jetzt nicht hier rein. Das wäre doch was, wenn es jetzt genau hier reinkäme. Wäre scheiße für uns. Kümmer dich um den Androiden, der war laut. Scheiße. Scheiße. Nein. Lass mich, ich will nicht als Jungfrau sterben. Und deine Bewerbung ist abgelehnt. Warum musste das genau hier? Also, warum musste das genau hier hingehen? Das ist bestimmt sexuell frustriert. Naja gut, den Code haben wir. Wir wissen, da hinten gibt es im Moment nichts außer ein böses Alien. Die Frage ist, stapft es jetzt immer noch hier rum oder halt eben nicht? Das würde ich jetzt gern wissen. Ist es grundsätzlich hier unterwegs? Ja. Deine Mutter ist erhöht die Gefahr einer Eindämmungsstufe. Sollte mal zuschweißen. Ja, ich will jetzt nochmal gucken. Also ich muss ehrlich sagen, im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass es da hinten dran rumlaufen würde, aber wir können uns ja auch tierisch irren. Ich bin trotzdem mal wagemutig. Tollkühn oder ein anderes Synonym, strunzdumm. Und geh mal hier rein. Ja, sorry für die Pause, aber das war mir eben ungeheuer. Haben wir hier was verpasst? Ich glaube, das hatten wir damals gelesen. Checken wir doch schnell mal ab. LM Link Data Systems. Ja, das hatten wir gelesen. Ich erinnere mich. So, da. Ah, wie immer nichts drin. Scheiße, da war der Stuhl. Ich gehe mal hier in Deckung. Na, war das ruhig genug? Ich warte mal ein paar Sekunden ab und trinke währenddessen was. Scheinbar war das wohl doch nicht laut genug. Na, keine Ahnung, was das Alien hier dann aufgeschreckt hatte vorhin. Dass es überhaupt hier runtergekommen ist. Muss der Android gewesen sein, würde ich sagen, ne? Oder macht unser Flammenwerfer zu viele Geräusche? Ich sehe hier weit und breit nichts blinken, auch keinen Bauplan rumliegen. Ja, hier piepst nur was. Hier ist auch kein Lager, wo wir... Ja, ich weiß. Sperren Sie das Treppenhaus ab, alles klar. Nee, also hier sind wir wirklich voll an der falschen Adresse, aber... Ah, wir können hier die Tür wahrscheinlich von hinten aufmachen. Sollte ich hier hin? Ich dachte, wir sollten da hinten entlang. Na gut, machen wir auf jeden Fall mal die Tür auf. Obwohl, das könnte natürlich das Alien auf den Plan rufen, ich weiß nicht. Aber dann hätten wir halt hier noch einen Durchgang durch. Der Ton kam mit Verzögerung. Keine Ahnung warum. Hoffen wir mal, dass das nicht zu laut ist. Und dass wir uns damit einen Weg frei gemacht haben. Für später vielleicht mal. Jetzt würde ich fast gern nochmal speichern gehen. Es war kein richtiger Fortschritt, aber so ein bisschen was, ne? So, der Android steht bestimmt immer noch hier rum. Ja, natürlich. Da will uns das Spiel bzw. der Entwickler wohl klar machen, nee, hier gehst du jetzt nicht mehr lang, weil, da würdest du ja wieder an den Anfang zurückgehen. Du musst hier erst noch was erledigen. Halt die Schnauze. So, speichern. Ich weiß, Gefahr ist nah. Gefahr ist die ganze Zeit nah. Puh, okay. Wir haben eine Tür geöffnet, die wir vielleicht irgendwann mal brauchen können. So, und jetzt nehmen wir den Weg, den wir eigentlich hätten nehmen sollten. Rechts rum durch die Tür. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ach, du bist auch so eine erhöhte Gefahreneindämmungsstufe. Lass dich verknuspern. Würde mich interessieren, ob das Alien auf Androiden losgeht oder die Androiden auf das Alien.
Ob die sich irgendwie gegenseitig nicht ganz so grün sind. Oh, viel Stolpersteine, würde ich fast sagen. Eine subkutane Impfpistole, okay. Wir sollen bestimmt hoch, ne? Och nö. Och nö. Der scheint aber nicht böse auf uns zu reagieren, seltsamerweise. Oder hat uns nicht wirklich bemerkt, aber das finde ich seltsam. Das Problem ist, der könnte die Aufmerksamkeit auf uns lenken. So, ich will erstmal hier runter. Vielleicht gibt es da ja auch noch was für uns. Oh, scheiß Androiden. Hey, ich weiß jetzt gerade echt nicht, vor was ich mich mehr in Acht nehmen soll und vor was nicht. Und ja. Hier wirklich gar nichts. Echt nicht. Naja, hier könnte man sich zur Not vielleicht mal ein bisschen verstecken, aber hier sind so viele Mülleimer und so. Stößt der Eimer dagegen und schon, ja, wirst du geknafelt. Oh, Leute, ich würde jetzt fast schon wieder gern zurückgehen speichern. Ich habe sogar den Impuls, den Drang, es zu machen, weil ich eine subkutane Impfpistole gekriegt habe, ja. Großer Erfolg! Ah, immerhin, es ist gut zu wissen, dass der Android scheinbar nicht auf uns zugeht, also losgeht, zumindest im Moment noch nicht. Ist aber wahrscheinlich wieder nur eine Frage der Zeit. Ja, ich würde jetzt wirklich gern wissen, Alien und Androide, verstehen die sich oder halt nicht? Oh, Gefahr noch nicht mal mehr nah. Ich bin positiv überrascht. Oh, ich weiß, da kommen auch noch ein, zwei richtig stressige Stellen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob wir die auf dem Schwierigkeitsgrad auch packen. Lalalalalala. Okay, die Tür, die könnten wir auch zur Not mal verriegeln. Die Kamera beäugt uns nicht ganz genau. Okay, wir müssen jetzt... Och nö. Warum? Warum? Und wo? Hol dir den Androiden. Hältst du bald's Maul? Ich will, dass das Alien an mir vorbeizieht. Und zwar wieder in den Schacht zurück. Scheiße, scheiße. Ist hier gleich wieder Acid Party. Das ist doppeldeutig. Ich fühle mich so gut aufgehoben. Es geht scheinbar nicht auf den Androiden los. Na kacke. Dann hast du ja zwei Probleme hier an der Backe. Wenn die Androiden feindselig werden. Fuck. Es guckt nicht in unsere Richtung. Oh. Geh doch am Tuschi deiner Mama schnuppern. Geh doch wieder. Es kann natürlich geskriptet sein, dass das jetzt hier in der Nähe rumlaufen soll. Wo wir deswegen nur für diesen Weg den Flammenwerfer gekriegt haben, um es zu verjagen. Es ist ruhig, aber wir wissen, das lauert. Das lauert. Ja, es geht doch nicht so schnell weg, hätte mich ja gewundert. Scheiße. Nein. Oh oh. Ha! Das hat ihm nicht geschmeckt, aber es kommt bestimmt gleich wieder, weil es weiß ja jetzt, dass wir da waren. Nein! Ich hab dich doch angesprayt! Du Sau! Meine letzten Worte waren, du Sau. Ich will, dass das vermerkt wird. Ich denke, das ist wirklich eine gute Stelle, um einen Schnitt zu machen, sonst wird entweder die Folge zu lang oder das nächste Mal wird die Folge zu kurz. Das will ich ja vermeiden. Ja, wir werden uns da wohl das ganze Treppenhaus irgendwie hochschleichen oder hochkämpfen dürfen. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen rennen. Und dennoch, egal ob wir es schaffen oder nicht, ich rechne mir keine großen Erfolgschancen für den Plan aus. Aber wir werden halt wohl durch müssen und wir können ja noch nicht mal die Augen zumachen, ne? Augen zu und durch bringt ja nichts, dann rennen wir in irgendeinen öligen Oberkörper und werden gefressen. Naja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.